Herzlich willkommen zur Coca-Cola Soundwave Discovery Tour aus Hamburg. Applaus für euch selbst! Hier ist die erste Newcomer-Band der Coca-Cola Soundwave Discovery Tour. Wir sind Next to the Nail. Applaus! 1, 2, 3, 4! Wir sind Next to the Nail aus Recklinghausen und wir machen Alternative Punk Rock. Unsere musikalischen Einflüsse der Band sind Billy Talent und System of a Down. Another day where everything goes wrong. Another day where my hands seem to break. The time is running against my safety. I'm feeling free and excited. What is that? No one can see myself. I'm walking on the line. No one to free that. Okay, der Bandname war eigentlich ein spontaner Einfall von mir auf der Arbeit. Ich habe damals irgendwas mit Nägeln, glaube ich, gemacht und dann kam halt Next to the Nail. Und da wir in dem Moment einen Bandnamen gesucht haben, habe ich halt gedacht, das ist ja richtig. Wir haben komplett unser Musikstil geändert und wir haben jetzt halt etwas härtere Sachen. Und da es ganz frisch ist, freuen wir uns natürlich auf jeden Song. Ich als Schlagzeuger freue mich natürlich auch auf ein, zwei Songs besonders, weil vielleicht der ein oder andere Song anspruchsvoller ist zu spielen oder halt nicht. I am allowed to think about the way you kick your problems out. Convention of those who lie, banishment for those who cry. Will they ever know? Will they ever know? Wir haben uns vorgenommen, dass wir alles geben. Wir wollen einfach dem Publikum zeigen, warum wir gewählt wurden und warum wir jetzt hier spielen dürfen. Aber unser vorrangiges Ziel ist erstmal, ein ziemlich gutes Konzert zu spielen. Ja, das ist erstmal das Wichtigste. Ja, wir haben Fans mobilisiert und dann der Nachfrage entsprechend haben wir dann einen Bus gemietet und die Leute werden dann zahlreich hier hoffentlich erscheinen und Heile ankommen. Wow, haben wir eine Stimmung hier. It seems like yesterday, when I woke up and heard me say, I am gonna go this way. I'm standing in the pink, and now the water's half below. Signs are much too far away. And all the time we hesitate, all the talking time that is wanted an answer. And all the time they hesitate, I've got things to do, come on! Ich finde, die Texte hören sich einfach besser in Englisch an und ich finde, es passt besser zu unserem Stil. Und wir wollen auch natürlich das internationale Publikum ansprechen. Der Sänger hat sich echt komplett verausgabt. Ich finde, wir haben auch gewonnen, wenn wir jetzt nicht unbedingt zu einem Wettbewerb kommen, sondern wenn einfach die Leute rausgehen und sagen, hey, das war eine gute Band. Darauf kann man aufbauen und das ist mein erstes Ziel so gewesen. Vielen, vielen Dank, dass wir hier spielen durften. Dankeschön!